Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Niro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genshin Impact. Ich gehe mal von ihr weg, weil die sind die ganze Zeit schon am Quasseln. Und ja, in der letzten Folge haben wir den letzten Tempel, den wir besuchen können, gemacht und das Ding da in der Mitte zerstört, das Drachenteil, und den Wind hier wieder in Ordnung gebracht in Mondstadt. Und ja, weißt du, Mondstadt, oder? Ja. Und ja, jetzt haben wir so einige Quests uns selber aufgebürgt, und zwar einmal hier. So, das hier können wir theoretisch jetzt machen, weil ich habe meinen Charakter mit so Büchern hochgelevelt auf Level 10. Die gehen mir langsam ehrlich gesagt sogar aus. Und ja, ich würde aber sagen, wir machen uns erstmal hier auf, diese Dinger hier zu machen, die wir von Amber und, wie heißt der Typ noch mal, irgendwo mit K. Ich habe den seinen Namen Kayas. Und ja, so, also Charaktere habe ich alle mal auf Level 10 gebracht mit diesen Büchern. Und ja, wir sollten ja jetzt eigentlich gewappnet sein, mehr oder weniger, für einige Sachen. Weiß ich nicht. Soll man das Team so lassen? Ja, ne? So, Errungenschaften habe ich hier mal geguckt. Und zwar Wunder der Welt. Geht für Mission, kein Ding. Ballabgabe. Spiele mit Ludo, Fay und Meng Piraten. Ja, das wird ja wohl alles, mein Gott, noch 0% Ball. Wie geht denn das eigentlich? So, dann habe ich hier wieder Nachrichten. Ich weiß nicht genau, was ich wieder gemacht habe, um das zu bekommen, aber ja. Urgestein. Ich weiß gar nicht mehr, was Urgestein nochmal ist, aber okay. So, was tun wir mal, so Truppe ändern. Den haben wir hier noch nicht so oft benutzt. Also nicht dich, nehmen wir aus. Wollen wir dich nehmen. You want me on your team? Ja. Nehmen wir mal dich. Dich hat man auch noch nicht so oft. Ooh, you're taking me out? Und dabei für sie ja die Mission machen, würde es irgendwie Sinn machen, noch jemand anderen hier zu nehmen. Wie wär's mit sie? I'll bring my seasonings. Jetzt haben wir, oh, ich merke gerade, wir haben zwei Feuer und zwei Blitze. Habe ich gar nicht so geplant, aber gut, doch, habe ich natürlich sofort so geplant. Okay, nicht. Ja, wow. Wie hast du dich gerade bewegt? Hallo? So, das hier wollte ich gucken, eigentlich. Carpe diem. Was ist das? Achso, da ist täglich verloren. Ging auch Urgestein, ja. Bleibende Zeit 5 Tage. Warte mal, schaffen wir auch dann voll. 1, 2, 3, 4. Ja, wenn ich jetzt jeden Tag das Ding hole, ne? Und ich setze mich ja bisher immer, also einen Tag, eine Stunde irgendwie hin und zock das Spiel. Also, ja. Warum nicht so? Dir will ich Gesundheit. Ich habe, glaube ich, schon wieder 2 Level bekommen letztens. Deswegen kann man jetzt hier mal wieder einsammeln. Was ist das hier? Oh. Auf Level 10 habe ich ja auch Geist bekommen. Was ist das denn? Oh. Stimmt, verfeinern. Wo konnte man noch mal nachgucken? Wir haben neue irgendwie so was wie da Abenteuerlizenz. Ich glaube, wir kümmern uns erstmal um die Sachen so ein bisschen noch nebenbei. Den hier will ich heute noch machen. Das machen wir mal jetzt. Ich glaube, da habe ich mal einmal so reingeschnuppert. Man muss eigentlich nur diese Steine hier, diese pinken Steine hier nehmen, glaube ich. Die ein bisschen. Oh, her damit. Ja, diese Dinger muss man, glaube ich, einfach nur in die Dings hier reinpacken. Na, warte mal, muss man gar nicht hier machen, ne? Da kann man auch im Inventar, glaube ich, machen, ne? Wo ist mein Hauptcharakter? Da. Weil der hat eine coole Waffe. Verstärken. Und dann sollen wir auf Level 10 hochbringen, ne? Ja, und da können wir, glaube ich, Waffen reinpacken und einmal diese Dinger hier. Und da wir von denen so viele haben, würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen. So.
Ob ich 9 Level machen sollen. So. Und da mal erledigt, ne? Direkt wieder zurückbekommen, ein paar Sachen hier. So, wie genau ich das hier? Level 4, das heißt, ich muss nur 2 von diesen Dingern finden. Oh Gott. Wird dauern. Dieses andere Ding, das kriegen wir schon lange. Ja, irgendwie down. Ich glaube, da wird auf der Karte irgendwann gezeigt. So. Mach mal das hier als erstes. Mit dem Vogel. Ja, ist irgendwo, da ist ein Teleportationspunkt gewesen, ne? Nicht. Okay. Ich meine, da war einer freigeschaltet, als wir letztens eingegangen sind. Dann laufen wir eben noch mal dahin. Bin ich zum Glück so weit. Wo ist das hier? Okay. Ich dachte, wäre irgendwie Gas oder so. Er hat 3100 HP, ey. So stark muss ich doch noch gar nicht sein, glaube ich. Okay. Ist ja nicht weit gewesen. Ja, ich glaube, meine Ausdauer geht dadurch weg. Deswegen sollte ich das vielleicht nicht machen. Ich denke, das ist eigentlich nur zum Beschleunigen, ne? Aber oh Gott. Bennett, nicht untergehen, bitte. Okay. Gut. So, machen wir hier weiter. Mit diesem Vogel. Ich meine, schon kurz davor, da war irgendwie so eine Dungeon, die wir betreten konnten. Und ja, gucken wir mal jetzt da rein, was da drin ist, ne? Oh, warte mal, da. Wie viele Sachen da sind. Immer schön sammeln, ne? Ich weiß noch nicht, wo ich immer alles brauche. Also kochen, ganz offensichtlich. Für die Sachen, aber ja. Da bin ich überhaupt richtig? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war irgendwo unten mehr, ne? Hm, da. Weiter oben. Oh. Da ist eine Truhe. Da bist du. Keine Ahnung. Level 10, schaffe ich schon. Ich wollte jetzt mit dem Pfeil darauf schießen, aber habe ich gemerkt, ich habe gar nicht Ember dabei. Gott, Warte mal her. Oh, oder auch nicht. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Gott, ich glaube, die sind sogar blitz, ne? Ey, du bist doch auch eine. Oh Gott, die tut die ganze Zeit Leute ja beschwören. Hör auf damit. Das hat. Boah, ich stecke hier fest. Nebelgraspollen. So, ich hoffe, das war es auch wert. Mein Gott, Lisa ist beinahe verreckt. Okay. Ja, dabei wollte ich das gar nicht machen. Ich wollte eigentlich nur. Ich wollte eigentlich nur hier diese Dungeon wieder finden, aber ich weiß nicht, wo die ist. Sag mir es hier. Auch so, boah. Steck des komischen Vogels, Truppenstufe 15 empfohlen. Die Stufe der aktuellen Truppe ist etwas niedrig, ja, aber irgendwie klappt das schon, ne? Empfohlenes Element Feuer, okay. Weißt du was? Weil das hier eine Mission für Ember ist,
Amber, reporting. Nehmen wir sie einfach mal mit, ne? Könnte allgemein nicht schaden, irgendwie einen Fernkämpfer immer dabei zu haben, ne? Weiß ja nicht. Ich habe noch keinen anderen. Muss mal wieder Gacha spielen. Oh. There's only one way over there. Raptor must be up ahead. Was mache ich hier? However, it looks like the only way we can catch up is if we glide. But there's a ton of enemies below. They'll definitely attack us after we take off. If we're gonna do this, we'll have to glide and defeat them in one fell swoop. You still had one stage to go in your exam, right? Yeah, but what's that got to do with anything? Wenn's Gleitens angreifen. How about we make this the third and final stage of your gliding exam? Are you sure that's how the exam is supposed to go? It's a custom version of the exam, designed by yours truly. Besides, the normal version of the exam wouldn't be fit for the hero of Mondstadt himself. So, what do you say? Ich werde den komischen Vogel fangen. Woohoo! Good answer! Prepare for takeoff! Raptor awaits you once you defeat all these enemies. Then that gliding license is yours! Alles klar. Ey. So, Bomben und... Okay. Okay, so kann man es auch machen. Ist die unendlich? Ist halt voll broken. Geil. Wieso soll ich dann gerade meine Truppe zusammenstellen? Ja, Bomben. Oh Gott. Ich habe sie getötet. Muss ich das so machen? Also ohne... Telefon für Dinger? Weiß ich nicht. Ich war einfach die ganze Zeit in der Luft. Hi. Wenn das nie kommen sehen. Oh. Bombenmagel, Bombenmagel. Bombenmagel, Bombenmagel. 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 Wie geil. Also ich befinde mich noch hart im Tutorial. Natural. I knew you'd be fine. All that's left now is to grab ourselves a raptor. Let's go. Ich glaube, das ist die Stimme von Leia aus Tales of Exilia. Da bin ich mir nur ein. Da habe ich schon die ganze Zeit so in Vermutung. Aber ich bin mir nicht sicher. So, oh. Zum Probieren. Oh, sie wäre so oder so. Ja, geil. Natürlich kacke. Kann ich nicht eh drücken. Oh. Oh, hi. Was ist das? Ich glaube, er ist tot. Hm. Wo gehen wir als erstes hin? Links oder rechts? Links hat es wird geöffnet, also gehen wir da rechts. Rechts ist nichts, okay. So. Nein. So ist ihre Fähigkeit ist nicht so dolle, finde ich. Diesen Teddybären. Fast.
Ehre. Stärkung Schaden. Oh, was ist das da? Was ist das hier? Oh ja, war kaputt machen, okay. Kann ich einfach so ein Rätsel umgehen oder was? Hier. Oh, ich muss die aktivieren, okay, kaputt machen. Ich habe jetzt einfach nur so zufällig drauf geschossen, also nicht zufällig bewusst, aber so im Sinne von, da macht bestimmt was, ne? Okay. Hi. Ist er einfach? Mein Gott, wir haben gar keine Chance. Der lebt da noch, ey. Ja, ich hoffe, das Spiel wird noch ein bisschen schwieriger irgendwann, weil sonst wird er hier tot langweilig, glaube ich. So, ey, sind wir schon wieder da? Mein Gott. Der Eisschützen. Okay, ist ein bisschen doof jetzt hier. Aber ich habe eine Idee. So, einfach hier unten. So. Jawohl. Den hier mal euch einer nach dem anderen ab. So, kann ich eigentlich das Ding auch da oben hinwerfen? Du, hör auf, das trifft mich gar nicht. Ich treffe den auch nicht. So, jetzt schnapp ich mich dir. Nein. Na. Ja. Verdammt. Gott, hab ich irgendwie AP verloren oder so? Ich glaube nicht, ne? Mal ein paar Knöpfe gedrückt, vielleicht ich eine Ausweichrolle oder so machen können, keine Ahnung. So, ich wollte eigentlich sie macht die Sachen viel schneller kaputt, finde ich gut. So. Okay. Cool. Gib mir. Ja, ich kann einfach zurückhalten. Eine Eisenlanze. Ich glaube, ich habe schon bessere Sachen, aber gut. So. Irgendwas da. Weiß man da nicht, ne? Bis jetzt war noch nicht so richtig hart versteckt, aber man weiß es ja nicht. Meister im Anschleichen. Boom.
Ah, ein bisschen näher vielleicht. Ja, okay. Wir machen halt wenig Schaden, weil wir halt 5 Level unter sind, aber trotzdem. Gegner sind ja eine absolute Lachnummer bisher. Ja. Ja, wir kommen auch durch ganze Zeit Erfahrungsdinger. Aber die Sache ist ja die, ne? Irgendwann sind wir Level 20. Ich frage mich, was dann passiert. Können wir irgendwie eine Klasse wechseln oder so? Weil... Oh, wie komme ich denn da hin? Kann ich klettern hier? Oh, jetzt Wind. Na, fast. Fast runtergefallen. Okay, cool. Ja, bis jetzt läuft noch. Die Dungeons sind jetzt auch nicht so unglaublich schwer, finde ich. So, ja. Da kommt vielleicht alles noch, ne? Jetzt habe ich noch großes Maul, aber irgendwann pumpt sich das schwerste Spiel aller Zeiten aus, ne? It looks like there's no way across. He must be around here somewhere. Over there. If you insist on chasing me, so be it. Huh? Who brought the little girl? You must be Raptor. You can't escape. I don't need to escape. There's no way you can make it over here. Oh, it is pretty high and quite far. Oh, little girl, why don't you run along home now and let your leader deal with this? Don't worry, I promise that once the Grandmaster gets here, I'll surrender immediately. Hey, watch it! Oh, you're man. Talking to a Knights of Favonius Outrider. You'll be sorry when I arrest you. Beruhig dich wieder. You're right. Ugh, he's right there in front of us. If only we could glide across. So how did he get across? Vielleicht gibt es ja eine Vorrichtung dafür. I don't see a mechanism, and I have good eyesight. Besides, there's nowhere on the cliff that you could build one. Bye bye, kiddo. Oh no, he's getting away! Wo soll er hin? We can't hesitate any longer. The only way to get across is to glide there. But... Don't worry, I'm the gliding champion of Mondstadt, remember? If Raptor can do it, I can do it too. Oi, Outrider! You have less chance of surviving this than jumping off the Animo God statue in Mondstadt without your wind glider. Er braucht zwar Überwindung, aber es ist zu schaffen. Paimon sees your point. If you rule out everything that's completely impossible, gliding is the only idea left. Remember that book I lent you? The one I thought was the gliding manual, but wasn't? The first birds couldn't fly. Flight was their reward for their courage to plunge into the canyon. Be my witness. Du schaffst das, Kundschafterin. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... Wait! Stop! You'll never make it! Come on, off you go now. Back home like a good little girl. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... The wind... The wind says I will make it, and that... Na verdammt. Das ist so verwirrend. Weil der Text vollkommen anders ist. Get ready for the gliding champion of Monst. Amber, no! You're gonna fall! You're gonna fall! It's a wind current! She's gliding! Amber's gliding! You're crazy, kid! You must have known about the wind current. There's no way you would have jumped otherwise. The wind takes care of those who have courage. Now sit still and await your arrest, like a good little boy. Ja, könnte vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Na, komm her. Oh, die machen ordentlich Schaden. So, noch eine Puppe. Ah!
aber mit mehreren Gegnern ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Aha. Jetzt hier mit. Ihr seid ja alle im Wasser. Gut her. Ah. Oh Gott. Komm her, du. Diese Armbrust, die sieht voll geil aus. Okay, da können wir ein bisschen schwieriger werden. Und der ist auch schon recht tot. Oh Gott. Da muss die Musik ja auf einmal weg. Der ist aber einen Schritt zu weit weg. Oh Gott. Warum ist der... Warum hält denn der Typ so viel mehr aus, ey? Oh, ihr frisst hat. Ah, Arrow to the knee. Oh, er hat voll viel abgezogen. Mein Gott. All right, I got him. I only noticed the wind current from in the air, and it's the only one. It would be suicide to try and escape in the direction Raptor was going. In other words, the only way Raptor could have gotten out would be this way, past us. Aha! So he was just trying to fool us by acting smug, in the hope that we would just give up and leave. Little did he know, we're not so easily fooled. It was all thanks to your sharp thinking. Just like a wise man once said, once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth. At the end of the day, gliding is 7 parts technique, 3 parts instinct, and then 90 parts courage. What you did now looked more like 99 parts courage. It was just like in my first gliding exam. I was super nervous, but in the end, there was nothing to be afraid of, and I passed no problem. I kind of missed that nervous rush in the exams I've done since then. It just wasn't the same. Sorry. Paimon thought you said you passed no problem. What do you mean exams since then? Well, you see, the thing is, Mondstadt is all no glide zone this, no landing zone that. Na, sag zu mir jetzt. Every time I get my license, it keeps getting revoked. I must have taken the exam about 15 times altogether. Das macht doch irgendwie gar keinen Sinn. I always pass the first time. I guess my little gliding manual ain't so bad after all. Was ist denn für eine Lizenz, wenn ihr jederzeit wieder neu machen kannst? Let's go and get a copy of the real gliding manual from acting Grandmaster Jean sometime. In Ordnung. I'll head off first, because I need to escort Raptor back to the city. Once you're back in the city, don't forget to come find me at the cathedral. I'll issue your gliding license there. Ja, dann fliege ich einmal im Mondschein, dann wird er mir wieder abgenommen, ne? Das bringt's ja auch nicht so. She just can't sit still, can she? Guess that's why she's the Outrider. When this is all done and dusted, let's head to the cathedral in Mondstadt. Getting this gliding license has turned into quite the adventure. Okay. Na, dann mal raus, ja. Ich muss mal so eine Statue finden, so eine zum Hochheilen. Mal langsam geben wir die AP aus. Mit einigen Charakteren. Aber ich habe ja noch einige, ne? Ich kann dann noch auswechseln zur Not. Ja, ne? Kann ich auch total machen. Jetzt wisst ihr wie. Trophäe. Weil der Freitag 5 Level über mein Level war. Meint jetzt auch nicht. Natürlich, ich sehe die AP jetzt hier nicht. Ich glaube, sie hatte weniger AP, ne? This will be interesting. Sie war definitiv K.O. I will protect you. You want me on your team? Oh, okay, jetzt haben wir alle AP, gut, ne? Alles klar, gut, dann können wir ja zurück nach Mondstadt und die Quest da abgeben, ne? Hoffentlich irgendwas Schönes bekommen. Vielleicht kriegen wir ja Freundschaft mit Ember, weil ja nicht jeder Charakter hat irgendwie Freundschaft, so wie ich das gesehen habe, aber ist noch bei jedem auf null. Deswegen gucken wir mal. Hm.
Okay. So. Entschuldigung, Otto. Ja, damit wird ja die Quest wohl abgeschlossen sein, oder? Dann können wir uns von okay, ja, hier kümmern. Sein Quest. Mein Gott, das bin ich. Congratulations. Here is your gliding license. You're officially legal now. Yay! What? I'm not surprised though. You are a natural after all. Ich war schon ziemlich einfach. Oh, and I'll sign you up for the next wind gliding championship. I glide so fast that no one can keep up. It's just me up there on my own gliding around. It's kind of boring. Toll, dann werde ich die Meisterschaften gewinnen. Oh, fighting talk. It seems you have no idea how terrifying the championship really is. Well, until I kick your butt in the championship, I wish you a happy, liberating, and above all, law-abiding gliding experience. Make sure you obey the rules. Whatever you do, don't get your license revoked. Oh, brother. Ja, macht doch überhaupt keinen Sinn. Me, that's a bit rich coming from Amber. Die Fluglizenz ist dafür da, damit ich legal durch die Gegend fliegen kann. Und warum brauche ich denn dann überhaupt eine Lizenz? Wenn ich durch die Welt fliege, interessiert das doch wahrscheinlich gar keinen, ob ich eine Lizenz habe oder nicht, ne? Aber wenn ich in der Stadt rumfliege, wenn ich dann wird mir die Lizenz entzogen, weil da verboten ist. Das macht doch gar keinen Sinn. Warum gibt es denn diese blöde Lizenz, wenn die nichts bringt? Fortsetzung folgt. Okay. Material zum Verbessern von Talenten. Habe ich auch irgendwie was. Aber ich. Artefakte. Oh. Sie hat noch nichts ausgerüstet. Aufladerate. Was hat sie überhaupt ausgerüstet alles? Wanderarzt, okay. Ah, dann hat sie jetzt auch 4 Teile. Cool. So, hier sind Talente. Ist das für sie? Jeder Schuss ein Treffer. 90%. Das ist doch nicht schlecht. Jetzt noch wisst ihr, wie man die hochlevelt, ne? Hier diese Dinger. So, wir haben von einem das Sternschild. Herkunft Gebet. Ja, super. Ich weiß es doch nicht. Egal, wir haben erstmal die Mission wieder abgeschlossen. Jetzt können wir hier alles abklappern erstmal. Ich würde sagen, jetzt machen wir als nächstes das hier, ne? Mit ihm. Ich will ihn aus teleportieren. Warte. Tempel des Falkens. Ne, das ist wieder was anderes. Was ist das? Weiß nicht. Gehen wir da rein erstmal. Mal zurück muss ich nicht nach draußen gehen, um mich teleportieren zu können. Feuerpflanzen und Mineralien, die von der Metallenergie durchsägen. Okay. Gut. Jetzt such mal den Piratenschatz, ne? Bringt bestimmt auch voll. Was ist das hier? Oh. Oh Gott. Ja, im Vergleich zu sie hier, ne? Ein Schlag, ey. Wie viel Schaden machten sie dann? Im Vergleich zu denen. Da sind die Gacha-Charaktere einfach so viel stärker. Ich weiß es nicht. So, gut. Dann treffen wir meinen Informanten. Dann machen wir immer platt. Don't push your luck. So. Kein Problem. Was geht? Why is this happening to me? I shouldn't have helped him. Him who? Thanks so much for saving me. You're far more reliable than those Favonius guys.
It's nothing. He's a traveler. He has to deal with stuff like this all the time. Traveler? I've heard stories about you. I didn't think I'd be saved by the one I'm here to meet. Oh, so you're the... I didn't know how I could pay you back initially, but now I think I'll just give you the intel for free. People in our circle know how important the network is. Dann danke ich dir recht herzlich. Lucky? But it's lucky for Kaya, isn't it? He's supposed to pay for the intel. Listen well then. The intel on the Arcadian ruins. 3 6-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue, 1 the treasure. Right. Wait, is that it? There's also this map that came with it. Hab ich mir eine Truhe gesehen. Could this be the experts the spot? So the clue is more like a riddle. Well, should be a piece of cake for you, right? Paimon will leave you to it then. Ja, schon. Well, if you can't solve it, we can ask Kaya. He seems like a nerd too. What? I'll leave you the intel so you can review it at any time. Thanks, Vile. 3 6-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue, 1 the treasure. What does that mean? If you don't want to ask Kaya, you better figure it out. Okay, belästigen wir Kaya. Hi. Ah ja, gut, dass du hier bist. Wir haben eine Frage. Ich erfolge. Ich muss aber zu denen, ne? Da muss ich echt selber darauf kommen. Okay. Dann, um Hinweise zu erhalten. 3 6-armige Giganten. Ich kenne ja meinen Track Record mit Rätseln, deswegen lass mal. Verdammt, erschreckt mich nicht so. Deswegen gehen wir mal einfach zurück, ne? Und fragen den direkt, wo ich hier rumirre. Obwohl rumirren ist auch nicht so schlimm, dann finde ich wenigstens neue Sachen und kann Zeugs erkunden und bis da hinten schon wieder. So, da ist so eine Statue, ne? Im Ritterorden, okay. Ist da drinnen, ne? Ja, das ist die Kathedrale. Oder Favonius, da muss das sein, ne? Da, wo ich gerade aufstehe. Stand ich letztens hier gerade vor der Tür irgendwie noch so. Gut, guck mal, der muss ja hier drin sein, oder? Ich weiß es nicht. Haben die eigentlich alle irgendwie, das ist ja ein Open World Game, haben ja alle Charaktere irgendwie ihren eigenen Tagesablauf? Den Skyrim oder irgendwie sowas? You're back. Looks like you got the intel. Yes and no. It's a lot more complicated than that. 3 6-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue, 1 the treasure. What do you make of it? Riddles. How quaint. Let me think. The city in the lake is clearly Mondstadt. As for the 6-armed giants, Geht's um Krebse? Giant crabs! Giant enemy crabs. Aside from asking just where we would find giant crabs, crabs have 8 legs, not 6. Sind damit Windmühlen gemeint? Hey, that's smart. A windmill has 6 blades. It fits. Ehrlich? Ich dachte 4. Wow, that makes sense! So out of the 3 windmills, 2 are close to the statue. The other one is guarding. Oh, oh! This one Paimon knows! The treasure! Let's hope it's really that simple. Come on! Let's go take a look around that windmill! Okay, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Ich wäre irgendwie durch die halbe Weltgeschichte erstmal rumgerannt.
Kannst du die Hexe bei der Abenteuergilde abholen? Okay. Na, brauche ich das? Weiß ich nicht. Okay. Whip. Hm? Vermisst. Junge Frau, blondes Haar, exotische Kleidung, sehr auffällig, mit Hilfe von Informationen dringend benötigt. Und auf dein Amber, tausend Dank. Okay. Ups. Nee, ich will doch gar nicht da drauf, Mann. So, hey, bin ich nicht schon mal da gewesen? Wie komme ich da hin? Ich muss da hochklettern. Ich muss da echt hochklettern. Cool. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, cool. Gibt es echt einige Kletteraktionen. Da war irgendwo weiter. Ich glaube, da waren nur. Ach, da ist meine Schwester, genau. Stimmt ja. Wir sind ja irgendwie, weiß ich nicht. Wir suchen auch unsere Schwester. Das sind die Steckbriefe, die die platziert hat, genau. Oh, da war der Schatz. She doesn't love him at all. The passion rushing through the clear spring is just a front. When she's cold and alone, her true heart is revealed. There's another map. Okay. Oh, da war in der Nähe vom Mondstadt, glaube ich. More riddles? Paimon's dizzy already. Oh no, Paimon used up all her brain juice. Wann hast du denn nachgedacht? Paimon will let you have all the fun. Or you could get Kaya to help. Na, oh, da ist eine Truhe, sehe ich gerade. Aber da komme ich neben hin. Ich glaube nicht, dass ich da einen Hinweis brauche, weil ich habe Karte gesehen, wo das ist, aber tu mal trotzdem fragen. Ne? Wo ist das nochmal? Ja. Nein, ich wollte springen. Aha. Na, schon mal hier sind. Ich liebe es, mit Kaya zu reden. So. Okay. Was geht? She doesn't love him at all. The passion rushing through the clear spring is just a front. When she's cold and alone, her true heart is revealed. Any idea what that means? Nah. Is this some page stripped from a love novel that you just happened to find? Oh, so it's not a clue. No wonder someone as clever as Paimon wasn't able to get it. I'm just joking. Hmm. Take this more seriously, Kaya. This riddle is hard to figure out. Clear spring. Is it referring to Springvale? Passion rushing through the clear spring. So when does passion rush through a clear spring? Vielleicht wenn jemand in der Quelle weilt. Such inappropriate behavior. I feel like it has been creeping into Mondstadt for quite a while now. Unless that's something you two get up to. Oh, my apologies. I shouldn't judge what one does in their own time. What's wrong with you? What kind of people do you think we are? The thing is, if the rushing passion isn't coming from the clear spring, then it's coming from the people bathing. Ist der Wasserstand manchmal hoch und manchmal niedrig? Not a bad idea. Like when there's a waterfall, for example. It appears the solution to this enigma relates to the waterfall behind Springvale. Only the clear spring that blesses Mondstadt can reveal the passion described here. And the heart of the waterfall must refer to the cliff on the left side of the waterfall. I noticed it once when I was out on patrol in the area. The ending, cold and alone, probably has something to do with cryo, which can be controlled by a vision. You should probably take someone who can manipulate cryo with you. Also dich. It's nothing. If a knight of Favonius couldn't even answer a riddle, how could we be trusted to solve criminal mysteries?
Let's go take a look in Springvale. We'll leave you to your criminal mysteries. No, wait. Leave you to solving your criminal mysteries. Okay. Quellingen. Habe ich da nicht auch schon in der Nähe? Was? Sehe ich gar nicht, wo das hier. Windstieg, Falkenküste. Gelöbniskamm. Ja, es war irgendwo hier so auf Karte, habe ich gesehen. Also machen wir mal. Karte habe ich nur so im Kopf, aber irgendwie so unten links von Mondstadt, so ein bisschen unter Mondstadt, Dingenskirchen. Und ja, okay. Karte zeigt uns sowieso an. So, da fällt mir gerade ein. Immer verändern wir die Dingens immer noch nicht. Dann weiß ich nicht, wie man Freundschaft erhöht. Freeze. Ja, er ist ja gut drauf, ne? Er sagt, wir sollen jemand mit Kryo-Fähigkeiten hier mitnehmen. Weißt du, wenn wir keinen haben, kann er nur er dann sein. Ich glaube nicht, dass es gedacht ist, obwohl vielleicht ist es schon gedacht, so früh Gachas zu benutzen. Bin mir nicht sicher. Halt, hier geblieben. Keine Bewegung. So. Okay. Ich merke gerade, diesen Bereich haben wir noch gar nicht erkundet auf der Karte. Ich glaube, da muss ich erst das Teleport-Ding da aktivieren, ne? Damit die Karte aufgedeckt wird. Das ist clever. Was ist das? Glühwürmchen. Ha. Mehr. Einfach einsammeln. Was ist hier? Sieht wichtig aus. Das war ein pinkes. Was bedeutet das denn? Man weiß das. Herausforderung starten. Oh Gott. 6 Sekunden alle Gegner. Oh Gott, mach den gar keinen Schaden. Du bist leider nicht so ein Wasser- oder Eistyp. Wir müssen so eine Eisversion von dir erledigen. Du kannst eine Verleihung möglich Elektro- oder Angriff dir mit Teuer. Sagst du mir jetzt erst, ich habe kein Elektro dabei gerade. Nee, schaff ich nicht. Wie lange ich brauche, um den Schild kaputt zu machen? What's the hurry? Oh mein Gott. Ich werde nochmal machen. So, dann machen wir halt mal so. Na. Nein. Ist ein Shortcut hier für Truppe? Ich weiß ja nicht. Ich will halt wenn schon mal erledigen, ne? Nehmen wir dich raus und nehmen wir sie rein. Alright, let's go. Jetzt sagt er mir erst Elektro, ey. Oh mein Gott, sie ist fast tot. Kaya auch. Schaffe ich nicht. Oh, cool. Dodge
Ja. Ah, ich schaffe den schon wieder nicht. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Boah. Ja, daneben nicht. Mein Gott. What's the hurry? Boah. Reg mich auf. Warte, bis ich höher gelevelt bin, ey. So. Quellingen. Oh, hi. So. Oh, das sind diese Dinger, die wir zum Beten irgendwie brauchen, ne? Wenn ich mich nicht irre. So, wird schon wieder hier sidetracked. So wie es immer wieder mal passieren kann, ne? Okay. Wasserfall, Wasserfall müssen wir machen. Genau. Da ist ein Wasserfall anscheinend. Hi. Ja. Und jetzt wieder so ein Ding zu fliegen. Das ist noch so eine Herausforderung. Versuchen wir. Ah ne, das ist ein Teleportationspunkt. Okay. Das glaube ich sogar noch besser. Wir haben noch die Karte nicht hier freigeschaltet. So. Lass mich ran. Hinterm Wasserfall. Oh Gott. Ja. Hätte ich den Wasserfall einfrieren müssen. Da hoch irgendwie halt. Aha, guck mal hier. Das war immer nur diese langweiligen Dinger drin, aber ist auch was, ne? Oh, wo bist du denn? Du hast einen starke Gegner. Ah! Freeze! Kannst mir ehrlich gesagt nicht leisten, zu viel zu kämpfen. Ich schon ein bisschen weniger AP ab und so. Nein, ich komme auch näher, sehe ich gerade. Ja. Was ist das? Harte Gegner oder du könntest zwar eine schwere Gegner starken Explosionen durchbrechen, okay. Au, 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 au. Geh auf mal auf, hör mal auf zu ballern mit dich. Nein, doch nicht du. Ja, komm her. Ich wollte eigentlich nicht gegen dich kämpfen, aber kann ich mir nicht schwer. Ich möchte versuchen gegen dich. Also macht sogar Schaden unterwegs. Will aus was bitte? Sehr gut. So wie Breath of the Wild mit Link. Okay, ja, das war schon schwieriger, finde ich. Okay. Warum ist es einfach nur so dunkel? Aber es hat so ein Zeichen, dass ich da nicht hin darf, oder was? Die Karte wird gerade so rot. Da ist so viele Gegner. Da ist so ein Eisding, ehrlich. Sehr geil. Oh, die ist echt krass. Machen wir mal das Ding hier. Freeze. Zack. Hübsche Truhe.
Oh, Level 10. This time the mysteries have all been solved. Ach, warte, Rätsel. But in all fairness, this treasure map really is terrible. It looks like it was drawn by a pirate. So, now... Sprechen wir erstmal mit Kay, ja? Paimon believes that there is no need. Let's go for it. Don't want anyone else to get there before we do. Like the treasure hoarders Kaya told us about. Anyways, Paimon just wants to borrow the sword to... No, you are nothing. Paimon just wants to see it. Definitely not to become super mega powerful and do nothing but play. All right, Paimon will save the chit chat for later. Arcadian treasure hunt, here we go. Okay. Die Welt wird Paimon fürchten eines Tages, ne? Hey, du, komm her. Na, du bist so ein Ding, das ich folgen muss, ne? Nein, bitte nicht in die Richtung. Da darf ich nicht hin, glaube ich. Ich frage mich, ob es hier verpassbare Sachen gibt. Im Sinne von, ja, du kannst nur bevor du die Mission gemacht hast, mit einigen Leuten reden oder so. Wenn du halt nicht gemacht hast, dann ist halt auf einmal Feber weg. So, was ist das hier? Okay. Ich dachte, ich kann wenigstens hier, weiß nicht, so einen Teleportpunkt oder so machen. Hm. Nee, der Schatz vergraben liegt. Ja, okay, aber ich weiß ja nicht, wo es ist. Objekte, Inventar. Errungenschaften. Was ist das? 25% schon? Den Schutzschild eines großen Geoschleims. Fünf Errungenschaften abgeschlossen. Was ist das hier schon wieder? 10 Millionen Voranmeldungen weltweit. Sehr wohl. Gerade während ich angefangen habe zu zocken. Okay, wo kann ich diese Karte noch mal angucken, die ich gerade gefunden habe? Keine Ahnung. Hätte ich mir aber noch mal angucken dürfen, oder? Sonst werde ich das doch nie im Leben finden. Kaya. Seems all the other knights already have their hands full. Na, was ist das da hinten? Ist das ein Teleportpunkt? Ich glaube, das ist so. Gehen wir mal da hin erstmal. Dann gehen wir zum Mondstadt zurück. Also eine Statue wäre jetzt ehrlich gesagt nicht schlecht, weil sonst die AP irgendwie ja so ein bisschen ausgehen. Würde mich gerne mal wieder hochhalten. Wir haben jetzt auch Abenteuerstufe 10 erreicht, ne? Also. Wir, glaube ich, mit der Story weitermachen, ne? So, ich gehe mal da ein. Oh Gott, was ist das? Das sieht heftig aus. Was ist das? Ich mach mal einen großen Bogen darum, ne? Geh einfach zu dieser Statue oder Teleportpunkt oder was auch immer das ist. This statue of the Seven seems to be affected by a monster nearby. Defeating that monster might remove this strange wind current seal thingy around the statue of the Seven. Super. Welches Level bist du? Nicht angezeigt. Hi. Stufe 9, kein Ding. Oh Gott. Welche gehen? Okay, und wie schnell ist möglich zu verlassen? Doch noch. Ja, macht es. Autsch.
Los, komm runter. Komm runter. Ein Abteil Dreck. Warte, ich kann nicht einfach abknallen. Oh Gott, der tut mich hier dann einfangen. Ich einfach ab, ja. Ach, wenn ich mit ihr gedrückt halte, macht sie das hier. Einfach. Okay. No. I'll catch up. Oh ja. Doch, Mann. Cool. So, jetzt haben wir das Gebiet hier freigeschaltet, nehme ich an. Ne? Ich hoffe wirklich, das Spiel wird schwierig, aber ich finde das noch relativ langweilig. Einfach hier. Ich dachte, ich kann das gut machen. Ist ja nicht mehr normal. Offen steht die Welt, wenn der Edelmond ein Herzen erhält. Aha. Aber ich kann mir ja Sachen notieren. Okay. Cool. Machen wir mal das. Haben wir genug? Ne, wir haben einen. Kann ich nicht irgendwie auswählen, was ich hier so? Oh, ich muss Stufe 3. Boah, da muss ich ja noch mehr. Ah, wird noch dauern. Was ist das hier? Bist sogar so ein Ding gewesen. Oder? So, wenn ich schon mal hier bin, sollte ich mich heilen. Nee, war es nicht. So, heil mich mal bitte. Oh, wann habt ihr euch denn mal? Ach, wenn die außerhalb der Truppe sind, heilen die sich wieder hoch oder was? Glaube ich. Aber ich habe die schon lange nicht mehr benutzt. Oder? So gut. Kaya, ich habe keine Ahnung. Muss mir wieder helfen. Ich kann die Karte nicht mehr aufrufen und gucken, wo das nochmal war. Wo war das? Hier, das ist direkt hier ein Gebäude. Ah, jetzt sagst du mir, dass da irgendwo hin muss, ehrlich. Boah. Gerade habe ich nichts da gesehen. Da war da noch, war da nicht irgendwie in der Nähe gewesen eigentlich? Egal. So. Oh, hey. Aha. Jetzt kommen wir wieder Start hochleveln. Muss ich Stufe 4 erreichen oder muss ich 4... Ach, ich muss Stufe 4 erreichen. Das Eisfisch müssen wir auch noch erledigen. Soll auch noch zu schaffen sein irgendwie, ne? So, wo muss ich hin? Oh Gott. Ei. What's the hurry? Cool.
Was mich bisher so ein bisschen stört, ist, weiß ich nicht, dass die Musik irgendwie so chillig ist, ey. Vor allem, wenn er am Kämpfen ist, irgendwie. Ja, und als ich sie eigentlich wie ich gekämpft habe, was für eine Musik kam im Hintergrund, diese weiß ich nicht, das ist irgendwie, passt irgendwie nicht so zu dem, was hier am Abgehen ist, irgendwie. Das ist voll praktisch, hier so einen Charakter zu haben, der einen Schlag da kaputt machen kann. So, was ist das denn? Sollst nicht den Krebs einfrieren, du sollst. Egal. Na gut. This must be the Arcadian Ruins. Is it just me? Or does it look plain? Oh, Paimon gets it. The perfect disguise is always in plain sight. Kaya's grandpa sure is impressive. Hm, was ist das, Paimon? Oh, Mice! Hast du überhaupt richtig hingehört? It's no time to get suspicious. We're close. Hurry, the treasure is waiting for us. Ja, welches Level? Level 10 empfohlen, okay. Elemente, Eis und Donner. Ja, für Level 10 wird das schon reichen, ne? Ich habe von jedem einen Bogen. Wird schon reichen. Das ist das Spiel noch nicht wirklich schwer. Also, ich weiß, ich wiederhole mich, aber für jemanden, der Schwierigkeit so ein bisschen wichtig ist, ist das schon so ein Thema, finde ich. Einer. What's the hurry? What's the hurry? Don't get frostbite. Ich meine, ich mache manchmal hier so ein bisschen wenig Schaden, aber die Schwierigkeit ist auch irgendwie nicht so dadurch erhöht, finde ich. Ah! Oh Gott. Müssen wir mal hier kämpfen, ne? Nein! Nein! So, 1351 habe ich an AP. Glaube ich jetzt. Okay, ich habe so 100 AP oder so verloren. Macht es jetzt auch nicht so viel schwieriger, finde ich. Okay, das ist ein blöder Ort zu kämpfen. Ich gehe weiter. Voll ätzend hier. Was ist das? Oh, da kommt bestimmt Feuer raus. Ne, pass auf. Ausdauer ja voll. Was ist das? Ja, was? Okay, nein, sind immer noch da. Na, jetzt bleiben die kaputt, geil. Save you the trouble. How about you let me take over? Nein. Jemand von den Schatzräubern? Sharp eye, but too slow. I'm Izzard. I thank you both on behalf of the treasure hoarders. We've been keeping a low profile. How did word get out? Also ich verstehe das ganz gut. Paimon won't let you have the treasure without a fight.
You would be wise not to underestimate us. My gang is just outside waiting for my order. However, they're not as, sociable as me. I'm sorry to rain on your parade. Hi, Kaya. Ich wusste es. But your gang won't be participating in your current plan. If you'd like to ask why, you can go see them. In, or perhaps you'd prefer to join them permanently. The Knights. Hey, it's Kaya! Kaya, he wants to steal your treasure! Get him! Oh, almost had it. Oh, you mean the treasure? Sorry, but there wasn't any treasure to begin with. You came all the way for nothing. Just give it up. What? No treasure? Did Kaya just say there isn't any treasure? You got me good. Didn't think the Knights would resort to such tactics. A thief has no right to criticize the methods of the Knights of Favon. Wait, what are you? You're not gonna get me. Okay. Oh God. What is this? I didn't mean it. Super. What a troublemaker. You, Knight. You're not gonna watch me die, are ya? Doch. What an interesting suggestion. Fine. I'll confess and go quietly. Please, just help me. All right, then. Guess I will have to do some overtime work after all. Neues Monster. Aua. Ihr größte Schwachstelle sind im Kopf und ihr freiliegender Kern am Rücken. Wenn du schaffst, sollst du die Stellen treffen. Möchte ich einfach abschießen damit? Oder sind Monster ehrlich? Ja, irgendwie trifft sie damit niemand. Gott. Also was, den Angriff kann ich auch hier. Mein Gott. Kann ich auch hier. Und ich bin viel hübscher als du. Ah. Oh, ich diese Gegner hier getriggert, ey. Die machen das hier noch viel schwieriger. Alter, okay. Er hat auch schon 3000 AP, sehe ich gerade. Oh Gott. Einfach. How embarrassing, having my life saved by a knight. Don't forget what you promised. Or that thing will be the least of your worries. Hey, is this how the Knights of Favonius treats the people they catch? I'm just joking. All right, let's take him back. Sir, yes, sir. Captain, should we take these two in as well? What? Of course not. They are the ones who made this arrest possible. Without them spreading our fabricated intel, we wouldn't have been able to catch the treasure hoarders. Ich wurde also angelogen. You're a bad man for lying to me. Shame on the knights. All right, all right. Stop it already. Though the treasure doesn't exist, you did want it for yourself, didn't you? Otherwise, you would have informed me of your intentions, no? That? Well, let's go. Paimon's done talking to him. Just a sec. You did help me out, so you do deserve a reward. This is the triumphant harbinger of dawn that points towards victory. As its name suggests, it symbolizes light and victory. If you don't mind, I would like to present you with this harbinger of dawn as a reward. Harbinger of dawn? That's right. It suits a well-cultured and disciplined person such as yourself.
aboard as this harbinger of dawn. You'd forgive me, right? I'm honored to have such an understanding friend. Yes, yes. You have my apologies for the deception. I will not use the same method twice. Ja, Paimon, völlig im Griff. What a wonderful day. Now, I have to go interrogate my suspect. Please excuse me. Do come visit me at our headquarters when you have the chance. Oh Gott. Auftrag abgeschlossen. Na, wer hat gesagt, wir sollen nochmal zurück? Berserkerhose. Weil ich alles offscreen ausrüsten. So, ich habe ein neues Schwert. Wäre doch gut für ihn, ey. Ja. Ölgebein, als 90% Reiseschwert. Das ist soweit für meinen Hauptcharakter, ne? Deswegen immer lieber. Er bekommt das Schwert, das er uns geschenkt hat. Okay, okay. Jetzt auch ein bisschen stärker. Gut, raus hier. Und noch so 20 Minuten. So anderthalb Stunden will ich ja immer aufnehmen, ungefähr. Ich glaube, wir sind schon so ein bisschen drüber. Weiß ich nicht. Eine sehr komische Zahl hier aufgenommen. So. Ha, hat noch gereicht. So, nein. Okay. Dann. Er hat gesagt, wir sollen mal zurückkommen. Ne? Also komm, mach mal. Dann, wenn wir noch etwas Zeit haben, können wir diese eine Mission machen mit diesem komischen Viech. Ich glaube, da können wir uns auf der Karte anzeigen lassen, ne? So. So, weh, du bist jetzt nicht hier drin. Wo ich weiß gar nicht, ob ich direkt schon wieder eine neue Quest oder so haben will. Artefakte, Schätze mit großer Macht. Ich liebe Macht. Okay, ist irgendwie nicht hier. Belohnung für Abenteuerstufe. Na, gehen wir mal dahin. Für Level 10, ne? Hat wurde uns oben links angezeigt, also ja. Holen wir uns die Belohnung ab, ne? Okay, okay. Ah, dann brauche ich noch so drei von diesen Anemonen-Dingern. Anemo, was auch immer. So, wo war das? Hier irgendwo, ne? Ja. Oh, da liegt was. Letzte Quelle. Ad Astra Abyssa. Gesundheit. So, Level 10. Da kriegen wir schon wieder ein Schwert. Auch oh, Stufe 4. 4 Sterne hat das. Bestimmt voll geil, ne? Pass auf. Aber ist das stärker als mein hochgeballtes Schwert? Das ist stärker. Steinschneider-Prototyp. Weiter mit Steinschlägen. Schwarzsteinschmied. Das durch Felsen gleitet, als wären sie Butter. Dann bekommt er. Er bekommt das rote Schwert, weil Feuer, ne, ist jetzt stärker als mein Hauptcharakter, aber okay. Kann man bestimmt hier noch hochballern, ne, das Schwert. Nicht, dass wir halt im Moment irgendwie brauchen, aber ja gut. So, jetzt haben wir eigentlich das hier, aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen sollen. Ich werde jetzt mal hier gucken, da kann man irgendwie verfolgen, ne? Kann ich da irgendwie so eine Markierung setzen? Ah, okay. Dann teleportieren wir uns dahin, macht natürlich fertig. Dann müssten wir noch so drei Dinger finden, welche ich hoffentlich auch irgendwann mal finde. Ich sage, streuen wir nur so ein bisschen durch die Welt. Ja, jetzt das Schwert, ne? Ja.
So, warte. Okay. Freeze. Ups. Ich glaube, ich war ja schon mal, ne? Oh Gott. Ah, die haben mich natürlich gesehen, ey. So, wo ist dieser Eistyp hier drin, ne? Okay, stimmt, den haben wir ja gesehen. So, du hast aber kein Zeitlimit, ne? Hi. Mein Gott. Aber die Elementarreaktion, du könntest eine Verteilung, perfekt. Oh mein Gott. Ich mach dein Schild kaputt. Wieder ist am Chillen. Was ist das? Warte, da war ich, hab dein Ding da platziert. Mein Gott, hör auf, mich mit dem Angriff hier zu einzufrieren. So. Wer bestimmt den Rhythmus? Ich bestimmt den Rhythmus. Route 1, alten Fluss des Elements. Okay. Jetzt sagst du mir erst das Schwert. Ich das Schwert bekommen habe. Ich wollte den Frosch einsammeln. Aha. Okay, haben wir das erledigt. Falscher Knopf. Ist auch nicht das Richtige. Egal. Hm, Reihe 1. Achso, die sind alle in Dings eingeteilt. So, hier sind, ne? Aha. So. Vor eine Statue 7 im Gebiet im Mondschau und reiche Stufe 4 dabei. Okay, ich weiß nicht, wie ich das noch machen soll. Können wir so Teleport-Dinger hier noch finden, ne? Würde ich sagen. Was anderes wüsste ich jetzt nicht, was wir hier machen sollen noch. Discord, sei ruhig. Gut, dann noch mal nicht. Können wir eigentlich nur hoffen, diese Dinger mal irgendwie zu finden, ne? Diese Animos Dinger. Vielleicht nicht weiß, wo sich so welche befinden. Gehen wir immer erstmal hier und suchen andere Dinger, ne? Damit wir überhaupt schon was hier erreichen. So, ist das da? 25. Lass mal da hingehen. Oder da. Noch mal dahin. Tun wir mal alle Teleportpunkte hier freischalten, damit wir uns jederzeit teleportieren können. Klingt das nach einem Plan? Ja, okay, gut, finde ich auch. Weil jetzt irgendwie mit der Quest anzufangen, wäre ein bisschen doof, finde ich. Wer weiß, wie lange das wieder dauert und so. Und ja. Die Quest habe ich hier gerade aktiviert. Die, ne? Ist immer noch der Prolog, zweiter Akt. Da wird jetzt nicht angezeigt, okay. Werde ich wahrscheinlich nicht diese Bücher einsetzen. Einfach nur, weil dann wahrscheinlich noch viel zu stark sind. Aber wenn wir noch im Prolog sind, dann würde ich noch verstehen, dass das Spiel so einfach ist. Aber ich hoffe, dass es irgendwann dann stärker mal zunimmt. Okay, diese Anemo-Dinger. Die werden wahrscheinlich nicht einfach so ganz einfach platziert sein. Ne? Die werden einfach... Wir werden wahrscheinlich irgendwo versteckt sein. Ne? Wie komme ich dahin? Dahin. Da muss ich eine Menge klettern, damit ich das schaffe. Was, wenn ich da lang gehe? Von da sind wir gekommen. Verdammt!
Ich muss die ganze Zeit F drücken, einfach nur, damit ich auch. Oh Gott. Ich merke gerade, ich hatte keine Ausdauer zum Gleiten. Ugh. Ich glaube, da könnte sogar der Ort sein, wo wir angefangen haben, ne? Ein Paimon getroffen haben. Okay. So, irgendwo dahin kommen, ne? Ich glaube, hier kommen wir nicht durch. Was ist denn da hinten? Sieht aus, als könnte man da hingehen, ne? Aber da komme ich doch nie im Leben hin, also. So kann ich ja nicht schwimmen. Mein Gott, hier, ich komme ja nicht weiter. Kann ich mich hierhin teleportieren? Lass mal da hingehen. Wie komme ich da nicht raus aus diesem Ort? So, ach, jetzt sind wir wieder hier. Ja, schon mal hier sind. The Posh. Scheint sich ja relativ schnell aufzuladen immer. So, und dann ist das hier. Kann ich da nicht markieren irgendwie? So. Das können wir löschen, ne? Also ich muss irgendwann noch mal so ein Viech erledigen. Ja, ist da oben irgendwo. Habe ich da wahrscheinlich auch noch nicht hin. So, will ich mal ein bisschen erkunden. Mit so einer Zielsetzung und ich finde nichts. Egal. Ist jetzt nicht so, als hätte ich mir jetzt noch ein Ziel gesetzt oder so. Ne? Ich will jetzt einfach nur die letzten paar Minuten noch so irgendwie was machen. Das ist eine Truhe, habe ich gesehen, aber so jetzt. Ist das so ein Ei, so Vogeleier? Habe ich auch noch keine eingesammelt, glaube ich. So, hier komme ich aber zu dem Ding hin, ne? Da, was ist das da? Das wäre so eine Herausforderung. Aha. Ach man, das kommt hier immer auf mich zugestürmt, Mann. Oh. Den muss ich mit Elektro kaputt machen, ne? Hi, ah. Ist auch mal kaputt. Ich habe dich mal kaputt gemacht. Ich weiß es aber nicht mehr. Durch sind die Gegner ja Level 15. Windblickberge. Höchst gefährlich. Ja, hier ist ein bisschen dämliches Wetter, aber ansonsten geht es dann auch, ne? Nur wegen den Teleportpunkten, ja, okay. Hier ist irgendwo noch einer, glaube ich, ne? Was ist das eigentlich? Lass mal da reingehen. Ist das so eine Statue? Ich glaube, da ist so eine Statue wieder, ne? Das da? Ne, das ist eine Dungeon, glaube ich. Ach, guck mal, die Nässe-Effekte. Oh Mann. Der ist nur hier am Regnen oder das Wetter jetzt gerade hier so umgeschwenkt zufällig. Oh Gott, was ist das hier?
Sieht voll lebensgefährlich aus. Oh Gott, tschüss, Level 36. Beth. Ein mächtiges Elementarwesen, das ich mit einer Reaktionsträger und würfel. Brauche ich mir alles jetzt nicht einprägen, weil ich sowieso jetzt tot bin. Ah! Oh Gott. Das wäre so ein Felsding an 02. Ich wollte eigentlich angreifen. Das ging nicht. Ja, okay, ich gut, ist gut, ist gut. Ich habe die Nachricht mitbekommen. Ich verschwinde schon. Die Herausforderung jetzt wahrscheinlich sowieso zu schwer für mich, ne? Ach man. Figuren Erfahrungspunkte erhalten. Okay, ich weiß nicht, was wir jetzt noch machen sollen. Wir gehen jetzt hier wieder nach Hause, also nach Mondstadt und weiß ich nicht. Da irgendwie hatte ich noch was. Ja, aber mal. Haben wir in der nächsten Folge wieder was wir machen können, so storymäßig. Und ja, in dem Sinne sind wir heute erstmal für dich. Oh nein, die ist ja immer noch nass. So, irgendwas war hier, ne? Irgendwo die Verarbeitung von. Beim Koch irgendwie was? Ja, ne, kochen können wir noch ein bisschen vielleicht. Ein paar Rezepte hier meistern, was auch immer halt bringt. Geht auch zum Mitnehmen. Schläf 14 vorhanden. Zu beiden. Was haben wir hier? Entschuldigung. Ach so, das hier ist noch hier, ne? Zucker können wir herstellen. Mehl. Aus Weizen. Machen wir mal. Für nächstes Mal ein bisschen Mehl. Rettichsuppe. Können wir davon? Davon können wir nicht 5 herstellen. Können wir davon? Davon können wir 10 herstellen. Ne, kann man nicht. Sättigende Salat. Ein Gericht mit offensiver Wunde. Oh, cool. Also, war mal. Also, muss sie gar nicht im Team sein, oder was? Oder ist sie im Team? Ich weiß es gar nicht. Ich will die ganze Zeit meine Charaktere hin und her switchen, also. Mal einfach unsere Sachen hier alle verballern. Ja, auch nicht. Ja, wenn er keinen Bonus drauf hat, dann will ich das nicht. So, dann ist das hier weg, ne? Gut. So, was ist das hier oben noch? Gemeinsamer Vorschuss. Hello, nice to meet you. My name is Xiangling. I'm a chef from Liyue. My favorite place is the chicken. I mean, the kitchen. Oh, I practice so hard, but I still get nervous when introducing myself. Warum sagst du mir das jetzt? Ich bin noch nicht Level 20 erreicht, Mann. Egal. Jetzt eigentlich hier so mit Gebeten aus. Also Gacha. Kann ich mir irgendwas anderes hier machen? Ich kann hier wieder so einen machen. Ich könnte hier mal so eins versuchen, um sie zu bekommen. Und die ist wahrscheinlich voll schwer, ne? 5, ja. Ist halt Gacha, ne? Ist jetzt nicht so. Ist eine Sache vom Glück. Ich weiß immer noch nicht, was die Dinge sind. Müssen auch für irgendwas gut sein, wenn die hier angezeigt werden. Neulingsgebete. Ja gut, keine Ahnung. Ich würde sagen, das war's für heute. Haben wieder ein paar Sachen erreicht und so, ne? Und ja, den sehe ich euch dann. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte mal ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen zu wachsen. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.